Let's get it. Wini, Wini, Wino. Okay. Und wir klauen hier lieber nichts. Ich hatte das schon mal. Das hat uns schon mal die Sache versaut. Gerade nicht. Schleiche dich im Schutz der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Aha. Okay. Dann tun wir das. Und wo ist dieses? Flaggschiff des Kaisers. Oha. Da drüben ist es. Würde ich erstmal nach Möwenpelz. Da kann man ja schnell reisen hin. Dreckiger Ochse. Bevor ich dahin reise. Die ganze Strecke mache. Nein, das nicht. So, hier wollen wir hin. Über die Inseln hinweg. Haben wir nicht so eine tolle Strecke. Es klart auf. Jo, nach oben müssen wir. Nach Norden. Ab in den Norden. Das ist ein seltsamer Turm. Nein, 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 nein. Ah, da ist der Flotte. Ich glaube, wir sollten mal meditieren. In der Nacht sollen wir uns darauf schleichen. Den kaiserlichen Schiffen. Was für creepy Geräusche. So, welches davon ist es? So, schauen wir, dass wir nicht entdeckt werden. Was wie? Man hat mich entdeckt. Verflucht und zugenäht. Er hat sich irgendwo versteckt. Verdammt. Halt! Das ist der Hexer. Befehl des Kaisers. Wegtreten. Verdammt. Wie wollen wir ihn? Haben die uns entdeckt? Wie zum Henker. Das hier scheint das kaiserliche Schiff zu sein. Sollten wir uns mal von hinten
unten kommen wir leider nicht rein. Ich bin hier irgendwo. Ein Beiboot, über das wir hoch können, oder was in der Art. Welches ist denn nun das Flaggschiff? Dieses hier? Scheint mir fast so. Unbemerkt geht schon mal anders. Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Wir sind im Krieg, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ist es. Ich kann den Rauch brennender Hütten meilenweit sehen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Artskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Doch, so. Aber wie du willst, gehen wir. Bestimmt mit dir reden wollen. Ja, Geralt? Bis dann, Triss. War es schon gemacht. Triff Philippa in den Elfenruinen. Okay. Wo sind diese? Auch wieder am anderen Ende der Insel. Das können wir fast schaffen. Müssen wir auch schaffen. Okay, dann machen wir mal einen schnellen Ritt. Da hinüber. Heda! Hilfst du einem Mann in Not? So. Komm her, Plötze. Wir dienen ihr. Oha. Yep, in die Richtung. Aus irgendeinem Grund zeigt die Quest in die exakte andere Richtung, aber ich denke doch, dass wir hier lang müssen. Mach langsam. Okay, oder auch nicht. Was verlangst du?
Verzeihung. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Stiefel genommen. Was können die? 60 Rüstung. Oh wei. Werden die müssen wir. Tausche ich gerne. So, sind wir hier mal vorbeigereist. So, ja. Hier sind wir also. Etwa die entgegengesetzte Richtung. Verdammt. Lauf, Plätze! Kommt bitte überhaupt links? Der Weg führt wieder in die falsche Richtung. Aber dieser wieder in die richtige. Ein Riese ist da. Okay, in die andere Richtung. Erstmal zur Brücke und dann. Und Faustkampf. Könnt ihr wieder Faustkampf verlieren? Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin allzeit bereit. Auch jetzt. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Hör zu, wenn ich das mache, werden wir es beide bereuen. Glaub mir. Aber es geht um Erika. Du verstehst rein gar nichts. Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Kämpft! Ich werde vielleicht sowieso gegen ihn verlieren. Ich werde natürlich richtig kämpfen. Bei den Geistern aus Möhrhorn! Zusammenbleiben! Verdammt! Nicht gut. Verdammt! Du hast den Inselbewohner beleidigt, Mutant! Ausweichen. Verdammt, das wird knapp. Scheiße. Ach, verdammt. Valgard hat gewonnen! Das war aber knapp. Du bist gut. Richtig gut. Bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. No sweat. Ja, gut. Lass uns weiterreiten. Langsamer. Plätze. Kannst du mit mir kommen? Langsam. Möge deine Axt die zerbrechen. Was für eine Axt? Freunde zeigen das Herz. Hier im Hafen rumzu. Laufen ist ein bisschen schwierig für Plätze. Mit mir zu tun. Ich warte mal den Plätze hier. Ja,
mich hier schon wieder verpanzt. Ja. Todmüde, wie? Ob der so stark ist, wie er aussieht? Du! Im Griff der Messen hätte ich nur zu gerne mit dem Abteil genommen. Wir müssen weiter. Wenn die Türen hier am Eingang und enden in einer Höhle. Mit der Suche kommen wir doch nie weiter. Schnellreise. Dings. Was haben wir hier? Das war schlecht. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Was habt ihr ihnen getan? Wo sind wir hier? Nee. Ist das? Gestern auch gesoffen. Wo zum Henker? Tja, wir haben uns hier ein bisschen verlaufen, befürchte ich. Und nur. Ja, und wir aus der Stadt raus. Ich denke hier lang. Und dann kommen wir hier vielleicht alles. Und da vielleicht wieder hoch. Diese Klippen hier. Die Klippen versperren uns hier den Weg. Was guckst du denn so? Was guckst du? Das ist Save the Dude. Der Unterspringer. Wenn wir endlich gegen die Schwarzen kämpfen, werden sie abgehen. Naja. Westlauf wird ziemlich. Oh oh. Das war doch klar. Nach dieser Feuerung können wir jetzt wieder vom Anfangspunkt aus starten, mal den richtigen mitnehmen. Und nicht wieder in der Klippe zugrunde gehen. Wartezeiten. Bessern sich in harten Zeiten. Du siehst krank aus. Ob der so stark ist, wie er aussieht. Ach so, hier sind wir.
bei dem Kampf. Ja, schön. Ach so, jetzt habe ich das noch markiert. Lass uns mal hier hin. Dann kommt von dort aus vielleicht. Da haben wir leider noch keine Wegesmarkierung. Das ist halt wirklich, wir müssen da leider hoch. Das muss der sein, den der Jala. Bloß Blitze, ja. Blitze. Bran speist mit den Göttern und sein Sohn sitzt auf dem Thron. Mit dem kann ich nicht halten. Freunden zeigen wir das Herz. Feinden die Angst. Merkt ihr das? Das ist doch Plätze. Plätze. Komm schon, Plätze. Verdammte Lüge. Ruhe, ist nicht so viel. Warum noch zum Treffen, wenn du einen Bauch hast? Hey da, Hexer. Langsamer. Du suchst nicht zufällige Arbeit? So, hier geht's lang. Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter. Heya! Da kamen wir doch gerade her. Oder nicht? Scheinbar nicht. Ja, müssen wir also hier erstmal zum Dorf. Lauf, Plätze! Machen wir keinen Umweg. Okay, jetzt sagt der Kompass auch Bescheid. Und damit die Abzweigung schnell resetten wir machen können. An der Kreuzung sind wir jetzt. So ist es. Jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Und das tun wir so, Plätze. Stück für Stück. Wir kriegen in dem Dorf dann wenigstens einen Wegweiser. Das wird dann nächstes Mal. Nicht wieder ewig. Pferde reiten müssen. Oh, ein Wegweiser. Sehr schön. Trockene. Genug durch Reise. Los, los! Rauchen da vor sich. Und ich Spinnenviecher. Erscheinung sein. Jetzt müssen wir hier lang.
Na toll. Du mit ihm besiegt und natürlich der Zug. Immer tot. Und das ist der nächste. Ein Gargoyle kommt selten rein. Ah, shit. Wir sollten weiter. Nope. Weg. Wo sind wir denn hier gelandet? Holy shit. Weg hier. Wir müssen zwar nach Norden, aber dann nehmen wir halt einen Umweg. Kurze Meditation. Ein kleiner Bogen um diesen Turm drum. Falls das geht. Ich wäre ungern hier. Wie kommen wir denn zu diesen Elfenruinen? Sind hier. Eine große Ebene mit vielen Bergen und dadurch kommen sie. Das ist ein großes Rätsel. Nicht sterben, bitte. Was dachte ich? Es ist nur wieder mit dem Dorf tot oder was? Bitte nicht. Bitte nein. Und paddel ich gleich durchs Wasser, das ist doch hier nicht wahr. Die weite Strecke. Und hier lege ich ihn nochmal zurück. Und jetzt hier im Dorf wieder aufwachen. Bitte nicht, nicht am Hafen jetzt wieder. Nicht bei dem Wettkampf dort. Nein. Oh, Boys, nope. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das muss der sein, den der Jarl rufen lassen. Ach, wir schwimmen da gleich hin. Das ist. Sekunde, ich mache eine kurze Pause dann. Ich brauche jetzt eine Pause dann. Wir schwimmen gleich dahin. Meine Fresse. Sind wir hier Kilometer lang gereist? Und sterben wir fast kurz vorm Ende. Wir waren schon so dicht dran. Schwimmen da jetzt hin. Es ist wahrscheinlich der bessere Weg, der kürzere Weg. Um da hinpaddeln. So, na dann lassen wir den Gerard ein bisschen planschen. Und ich schicke ihn in die Pause. Danach geht's weiter. Da treffen wir Philipp hoffentlich bei den Elfenruinen. Bis gleich.